Hi, willkommen zurück beim geilsten Video des Monats. Ihr wisst, grün, grün, grünes Licht. Und by the way, das ist das Spielzeug, das ist das Geschenk für unsere kleine Tochter. Wenn du, kleine Maus, irgendwann mal groß und erwachsen bist und vielleicht die Videos von deinem Papa mal schauen wirst, das war mal ein Präsent, was du von uns bekommen hast. Ich liebe dich. Also, also, geilstes Video des Monats. Es sind Dividenden oder die Dividenden gehen wir durch. Und es ist eine schöne Schnapszahl rausgekommen. So würde ich das sagen. Und wir schauen uns an, was wir denn bekommen haben. Und ich sehe gerade, ich muss hier noch ein bisschen was vorbereiten, denn ich habe das nicht so ganz geschafft. Also, jetzt ist es ready to go. Und wir gehen, without further ado, direkt rein. Und danach schauen wir uns Portfolio Performance an. Und danach schauen wir uns an, wie viel haben wir denn gesamt dieses Jahr bisher. Das heißt, Januar bis Oktober. Wir haben noch November und Dezember. Es wird sehr, 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 sehr knapp mit dem Ziel von 1250 Euro. Ich weiß, 1200 wären 100 im Monat aufs Jahr gerechnet, aber ich möchte 1250 erreichen. Und es wird sehr, sehr knapp. Es hängt wirklich davon ab, wann die Dividenden reinkommen. So, also, ich mache mich mal klein. Und wir haben folgende Dividenden bekommen diesen Monat. Also, wir gehen einmal durch. Imperial Brands. Imperial Brands. Hi, welcome to Patrick's English Class. 18,95 € am 1.10. für 77,698 Anteile. 24 Cent pro Anteil. Und das sind Netto-Dividenden nach Quellensteuer. Und falls etwas anderes anfällt. Ja? Also, nach Quellensteuer. So, 18,95 €. Dann ging es weiter mit PepsiCo. 5,72 € am 1.10. 7,263 Anteile. 79 Cent pro Dividende, pro Stück. Dann haben wir gehabt Coca-Cola am 2.10. 8,70 € für 26,289 Anteile. 33 Cent pro Stück. Wir sind bei 33,37 €. Ein Sparplan. Good to go. Diageo 5,84 € am 8.10. 11,158 Anteile, 52 Cent pro Anteil. Altria 15,72 € am 10.10. für 23,8 Anteile, 0,66 € pro Stück und 54,93 € heißt. Zwei Sparpläne. Richtig, weiter geht's. Taiwan Semiconductor 67 Cent am 20.10. 2 Stück, 33 Cent pro Anteil. Da hatten wir einen größeren Gap von 10 Tagen ohne Dividende. Da kriegt man schon das Kribbeln in den Fingern, weil nichts reinkommt. Spaß beiseite. Ping An Insurance 25.10. für 54,096 Anteile, 5,60 €, kommen wir auf 61,20 €. Cisco Systems 13,47 € am 28.10. für 50 Anteile, 27 Cent pro Anteil. Und last but not least, heute. Ja. Danaher 1,08 € am 29.10. für 7 Anteile, 15 Cent pro Anteil. Kommen wir auf 75,75 €. Das ist eine geile Zahl, oder? Wäre zwar besser, wenn es 775,75 € wären, aber... Da geben wir uns nochmal so ein Jahrzehnt vielleicht und dann können wir vielleicht solche Summen einfahren, je nachdem. Ja, coole Summe. Ja, und es heißt, 3 Sparpläne finanziert. Nur durch Dividenden. Das heißt, theoretisch schaut mal. Also, eigentlich muss es dramatisch auch so. Es heißt ja in dem Sinne, wenn ihr bestimmte... Man muss gar nicht so sagen, aber wenn ihr einen bestimmten Wert erreicht habt in eurem Portfolio oder Summe und Dividendenausschüttung, kommen die ja, wenn es alles so gut läuft, ja, wenn es nicht irgendwelche Pandemien gibt, die alles lahmlegen, kommen Dividenden ja weiterhin rein. Und auch während der Pandemie kamen ja Dividenden rein. Teilweise verkürzt oder gekürzt, aber sie kamen trotzdem rein. Und selbst wenn ich nichts mehr einzahlen würde von jetzt an, würden diese Dividenden trotzdem jedes Jahr kommen. Und die könnte ich reinvestieren. Ja, was ich natürlich auch mache. Also ihr seht, theoretisch könnte ich jetzt, ne, wir schauen gleich Portfolio Performance an, wie viel es pro Jahr sind, netto. Und dieses Geld kann ich ja investieren, auch wenn ich gar keinen einzigen Cent, Drappen, whatever currency we're talking about, investieren würde. Ja, das ist das Geile an den Dividenden. Ja. Und ihr könnt entscheiden, in was ihr das investieren wollt. Bei einem thesaurierenden ETF zum Beispiel,
wieder nur Drosophila melanogaster. Ja, und wir hatten 2-3 Leute, die wussten, was das ist. Ja, das ist die Fruchtfliege. Bio-Leistungskurs lässt grüßen. Hallo. Oh, wie hieß denn mein Lehrer? Keine Ahnung, ich habe es vergessen. Ist ein bisschen lange her. Egal. Ja. Und bei einem ausschüttenden Wert, also Ocean ETF oder bei einer Aktie, könnt ihr entscheiden, ob ihr das in denselben Wert investiert oder eventuell was Neues davon besparen. Oder ihr es irgendwann verkonsumiert. Was ja der Long-Term-Plan sozusagen ist. Also, ich mache das mal klein hier und dann schauen wir uns Folgendes an. Und das sind die Dividenden. Leider zeigt mir Portfolio Performance mit OBS nicht die Werte an, wenn ich hier draufklicke. Das ist echt beschissen nervig. Ja, es tut mir leid, aber es ist leider so. Deswegen erzähle ich. Also ihr könnt es ja ungefähr sehen oder ihr könnt auch die anderen Videos schauen. Ich verlinke die hier oben. Dann könnt ihr die Playlist anschauen. Wie gesagt, 75,75 Euro waren es im Oktober. Letztes Jahr waren es gewesen 56,67 Euro. Das heißt, wir sind fast 20 Euro drüber. Und in 2019 waren es 75 Cent. Von 75 Cent innerhalb von 2 Jahren auf 75 Euro. Wenn wir diese Steigerung in alle 2 Jahre haben könnten, wäre ich mehr als happy. Ja. Sehr, sehr geil. Also, was aber interessanter ist, ist erstmal das Quartal. Das erste haben wir leider verpasst. Da sind wir 2,18 Euro unter dem Vorjahr gewesen. Im zweiten Quartal hatten wir dann knapp 150 Euro mehr. Im dritten Quartal hatten wir 70 Euro mehr. Und jetzt liegen wir bei, wie gesagt, 75,75. Und letztes Jahr im Quartal hatten wir zusammen 183,75 Euro. Das heißt, uns fehlen jetzt noch genau 107 Euro, um das Vorjahr zu knacken. Und das sollte auf jeden Fall möglich sein. Und jetzt wird es aber spannend, denn das ist das, was wir sehen wollen. Beziehungsweise die Grafik gefällt mir besser. Die orangene Linie ist dieses Jahr, die blaue ist das Vorjahr. Ganz unten rechts seht ihr hier bei Dezember diesen kleinen, nicht mal Hügel kann man es nennen, diese Bodenwelle, ja, von 2019, das hellblaue. Ja, und wir sind jetzt auf Oktober und im letzten Jahr im Oktober hatten wir 869,34 Euro und jetzt haben wir schon die 1109,69 Euro. Also wir haben die 1100 Euro geknackt und wir haben noch November und wir haben noch Dezember. Ja, also es wird sehr, sehr knapp. Wir können ja nochmal kurz zurückschauen in den Monat. Letztes Jahr im November hatten wir 62 Euro und im Dezember hatten wir 64 Euro. Das würde ja heißen, wir haben 126 Euro. Wenn wir die jetzt hier oben drauf ballern, dann werden wir ungefähr bei 1235 Euro. Also seht, 15 Euro weniger als mein Ziel ist. Natürlich haben wir auch mehr Aktien, das heißt, es sollten eigentlich mehr Dividenden reinkommen, aber es wird wirklich sehr, sehr knapp. Ne? Ja, und das war es eigentlich schon gewesen. Ich will es gar nicht zu lang machen. Ich bin sehr, sehr happy. Ja, 1100 Euro geknackt. Und ich bin echt gespannt, wie es nächstes Jahr weiterlaufen wird. Also wir haben ja noch November, Dezember, das ist auf jeden Fall noch spannend, ob wir das Ziel erreichen werden. Die 1200, also die 100 Euro Dividende, durchschnittlich auf Monat gerechnet netto, das sind wie gesagt Netto-Dividenden, sind auf jeden Fall möglich und werden dieses Jahr geknackt werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ob die 50 Euro mehr noch dazukommen, das müssen wir schauen. Und wie die Ziele für nächstes Jahr werden, das müssen wir schauen. Eventuell gibt es ein paar Veränderungen, dazu aber mehr später. Also da möchte ich nicht so viel wegnehmen. Also, ich bedanke mich bei euch. Gerne ein Abo dalassen. Ungefähr 50% von euch lieben Menschen, die da draußen jetzt dieses Video schauen, sind keine Abonnenten. Ihr könnt mich ganz umsonst, kostenlos und ohne Schmerzen etwas supporten, wenn ihr einfach mal so ein Abo hier klickt und diesen Kanal abonniert. Ihr müsst ja auch nicht jedes Video schauen. Ihr könnt euch ja zum Beispiel so ein Dividendenvideo reinziehen und ein Monatsupdate und zwischendurch irgendwie 1, 2, was euch interessiert. Würde mir echt viel bedeuten. Da bedanke ich mich herzlich dafür und Support, das kennt ihr. Links sind alle unten. Da muss ich nicht mehr drüber reden eigentlich. Ja? Also, habt einen schönen Tag, schönes Wochenende und wir sehen uns in Frankreich wieder. Dazu dann nächste Woche mehr. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao.